Ich hab. Nein! Hast du mir gerade erst den Schwanz geklaut? Also, das finde ich jetzt also. Das ist so. Innerhalb oh shit, des mir, Teams auch noch. Mir wurde der Schwanz geklaut. I'm sorry. Ja, also. Karma, ja? Karma. Digga, mir läuft sogar mein eigener Teammate gerade hinterher. Das ist anscheinend mittlerweile normal, dass man sich gegenseitig die Schwänze. Tut mir leid, Lyris. Ja. Aber es macht heute einfach nur mega Bock, dich irgendwie voll abzufucken. Also, ich weiß auch. Sagt das immer jeder? Ach, das war total lustig vorhin. Digga, wann hat der mir den Intel geklaut? So, ich habe jetzt auch irgendwie. geklaut aus unserem Team. Mir hast du ihn geklaut. Ach, scheiße, ich dachte, das wäre Lyris. Ich klaue ihn wieder zurück. Nein, sieben. Ach, echt? Hallo, ich hab sie gerade festgehalten. Warum krieg ich seinen Schwanz nicht? Ich will seinen Schwanz. Ist okay, Lyri. Ich will seinen Schwanz. Die Fliege mobbt mich gerade wieder. Hart und deftig und grob. So mag sie die Schwänzen. Was? Schöne, dicke Lachpillenschwängel. Was? Ich hab ihn gerade angefasst. Wieso krieg ich seinen Schwanz nicht? Ja, Lyri, nicht jeder gibt dir seinen Schwanz, wenn du ihn einfach nur anfasst. Nicht, oh Mann. Ich dachte. Jetzt habe ich den Schwanz. Ha, nein, er hat sie zurückgeklaut. Was ist das ein... Ah. Qualify. Nice. Wie hier auf Schwänze gegangen wird. Wie gesagt, keine Ahnung, wenn's ich jetzt hab Season Bock auf 1, das alte Apex, aber nicht auf das, wie es jetzt oder ist. Oder jetzt, normalerweise wäre es, glaube ich, Season 2 oder sowas, hätte ich jetzt richtig Bock drauf, Alter. Ja, auf jeden Fall. Lyri, erste aber Reihe. Gesagt, let's get los. Ich hab gestern Miss Misaki zugeschaut, ne? Ich hab so gedacht, so, vielleicht versuche ich es nochmal 2 Stunden. Letztens habe ich ja auch nochmal 2 Stunden gespielt. Nee. Ich habe hier 2 Minuten zugeschaut und dachte mir nur so, nee, Alter. Da sind so ganz eklige Gefühle hochgekommen, Mann. Ja. Aber manche können das ganz einfach ignorieren und können durchziehen irgendwie. Ich kann das nicht. Ich also glaube, die Leute merken das dann auch so nicht. Für die ist das alles nicht so relevant. Hol dir die Krone. Du musst springen, Lyri. Nochmal. Ja, und nochmal. Und nochmal. Ja. Ja, gut, gut. Und jetzt hochlaufen. Schade. Cut it! Siehst du, aber wir sind das ich habe Team. Es. Wir haben im Team gewonnen. Noctu hat's bekommen. Nice! Siehst du? Congratulations, du Maschine. Guck mich mal an, Mann. Der junge Mike Tyson. Im Sparring-Outfit. Ja, das letzte Mal habe ich dich in Eminems Godzilla-Video gesehen. You am! I'm so sorry! Der will jetzt mit dem Boxen wieder anfangen, ne, Tyson? Echt? Ja, der trainiert. Und zwar ist es ja so, dass du in den USA ist Hormontherapie mittlerweile komplett normal. Und das kriegen Männer ab 40 oder sowas, kriegen das schon sehr häufig. Und der ist jetzt 53, der Kerl. Den musst du dir mal angucken, ne? Das ist ein Tier. Der war ja schon früher ein Tier, ne? Aber jetzt kriegt er ja praktisch Hormone vom Arzt verschrieben und das ist legal. Und er plant auch einen Wettkampf. Also ich denke mal, dass das im Winter dieses Jahres wird das dann schon losgehen. Spätestens Anfang nächsten Jahres wird er seinen ersten Kampf machen. Das ist Wahnsinn. Der ist wie ein junger Mike Tyson, hat aber die Erfahrung, weißt du? Du siehst das einfach in den Bewegungen her. Insane. Boah, ich sehe das, Alter, der ist ja. Ist... Weißt du, der hat diese. Körper von einem 28-Jährigen. Aber genau, halt, und die Erfahrung von einem 53-Jährigen. Mit weißen Bart, Alter, uff. Und das ist halt das, was Hormone aus dir machen, ne? That's fucking scary. Ist auch schon angesetzt für November. Siehst du, dann bin ich gar nicht mal so verkehrt mit Herbst, Winter. Ich halte 3 Leute hintereinander fest und kriege ihre Schwänze. Ja, das ist. Ja, sie kriegen ihre Schwänze nicht. Ich habe ihn festgehalten, aber ich habe keinen Schwanz. Also. Das ist der beste Pornotitel ever. Ich halte 3 Leute fest und kriege ihre Schwänze nicht. Das ist das Pornotitel mit Noctu. Schwanzfiesta. Vom Berliner Produktionsstudio Schwanzgerangel. Hallo, Wolf, fass mich an den Arsch. Lyri liegt schon wieder, das gibt's doch nicht. Ja. Sobald ein Alpha-Männchen um die Ecke kommt, liegt Lyri sofort auf dem Boden, rutscht auf den Knien rum. Drei. Au! Darf ich dich Daddy nennen? Von Silber 2 auf Gold 4 war mit meinem Team mega gut, aber es wird trotzdem einfach nur kaputt gemacht. Und alle spielen nur noch die Volt und Divo. Der wird immer mit E. Ist egal. Es macht ein paar Runden Spaß, wenn überhaupt. Danach wird man nur noch sollte. Ja. Alle spielen nur noch die Diva.
Die Knarre macht dann dieses Geräusch. Slap! Slap! Da gibst du so ein Drag Queen Outfit und dann wirst du von der Diva weggeslappt, Alter. Ich bin eine richtig gemeine Dose. Was ist eigentlich grün? Uluda dann wahrscheinlich, ne? Eine Dose Uluda. Tralala. Tralala. Ich hab gesagt, du bist ein Waldmeister. Okay. Ich bin ein Ausweitmeister! Ey, Wochenlicht. Ah! Lass mich auf, der blaue Schwanz! Kaktukan, weg von meinen Lörres hier! Nein! Was läuft denn mit dem Tukanvogel? Nein. Total verkehrt, Junge! Der Roboter hat mir den Schwanz geklaut, ich bin wieder. Verrückte Tukan! Junge! Verrückter Wolf! Renn mir voll vor die Nase! Was ist hier los? Bruder! Nein! Oh, der Ninja hat mir den Schwanz geklaut! Junge! Junge! Gib mir den Schwanz! Junge! Voll kritisch hier, so! Aber ich hab den Schwanz nicht einmal verloren, also war er schon gut in meinem Rektum aufgehoben. Okay. Das ist ein guter Schließmuskel. Da kannst du dran racken, Junge, da kannst du mich hier dran aufhängen. Stell dir vor. Oder hatte der Plug zu viel Durchmesser? Kannst du die Arschbacke zusammenspannen, Junge? Du wirst an den Kran gehängt und du hängst halt dauerhaft. Ich lass nicht los! Die Nussknacker-Backen. Was war das für ein Geräusch? Das war mein Buttplug. Oh. Leute, ich bin aus Aluminium, ihr könnt mich nicht einfach wegschmeißen, das ist ein Edelmetall. Kein Pfand, oder wie? Ich wollte gerade sagen, ey. Ich hab mindestens 25 Cent auf meiner Dose. Vor allem ist die noch ungeöffnet. Ihr könnt die einfach entsorgen wie Müll. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ihr wisst doch gar nichts mehr zu schätzen, Mann. Da ist eins der wertvollen Leichtmetalle und die wollen mich einfach runterwerfen. Sagen sie, sie wollen die 25 Cent. Ja, die schmeißen mich ja weg, anstatt die mich aufheben, weißt du? Ein wunderschöner Hechtsprung. Gerettet. Und er ist einen Checkpoint weiter. Hier ist die lilane Plattform, er wird gleich fallen. Er sieht es kommen. Nein, er fällt nicht. Jetzt kommt die gelbe. Die schnappt er sich. An seinen Füßen sind Saugnäpfe montiert. Und er macht noch einen Hechtsprung. Er arbeitet sich vor. Noch ein Checkpoint. Die blaue Plattform. Ist sie seine? Sie ist seine. Jetzt kommt die Purple Plattform. Er anvisiert. Er visiert an. Und er macht den Hechtsprung. Oh, wie mutig, wie mutig. Da hat er alles riskiert. Von lila auf blau. Von blau direkt auf lila die Traversion. Er zieht einfach durch. Eiskalt. Ihm ist alles egal. Und der nächste Checkpoint kommt. Er ist drin. Jetzt kommt die letzte Hürde. Die letzten drei Wippen. Wird er sie meistern? Er wird sie meistern. Wir kennen ihn. Wir haben ihn siegen sehen, wir haben ihn schwitzen sehen, wir haben ihn weinen sehen. Emotionen werden groß geschrieben bei diesem Spiel. Er arbeitet sich vor auf die lilane Plattform. Er ist auf der lilanen Plattform. Ihn kann nichts mehr aufhalten. Jetzt kann nichts mehr passieren, außer dieser Schwitztyp. Aber er arbeitet sich dran vorbei und er macht mit einem 360 den fünften Platz. Wenn das mal nicht schön war. Das war schön, einwandfrei. Es war zwar keine Top-1-Platzierung, dennoch, er hat sich durchgesetzt gegen das große Teilnehmerfeld. Die Konkurrenz war hart, sehr hart. Es wurde geschubst, festgehalten, gedrängelt, angespuckt, gekratzt. Doch er hat sich durchgesetzt. Und Lyri ist die einzige, die noch hinten im Start steht. Vollkommen lost. Das wird wohl keine Qualifizierung für sie. Sie sieht auch nicht so aus, als würde sie sich überhaupt Mühe geben. Nicht ein Versuch, nicht ein Versuch es zu machen. Du brauchst schon gar nicht mehr loslaufen, die Runde ist vorbei. Boah, guck mal, wir sind beide ganz vorne. Die riecht, die Krone riecht nach mir, Alter. Guck mal meinen Start an, Alter. Oh. Das war ein super Start. Direkt. Okay, und dann hält er mich fest, der eine Dudi. Okay, ich verstehe. Boah. Okay, ich habe den falschen Weg gewählt und wurde direkt von dem Ball weggeboxt. Au. Au. Nein, es riecht nicht nach meinem Sieg. Es stinkt nach dem Verlieren. Noch haben wir alle Chancen der Welt. Nee, ich nicht. Ich bin ganz hinten. Leere ist okay. Die Zauber gewinnt. Ich bin über den Kack-Robo rübergesprungen. Oh, easy dran vorbei. Ich bin unter den ersten drei. Komm, du machst das! Du machst das! Ja! Winstreak. Sieg! Der zweite heute. Was ist los? So.
Was ist da los? So wird's gemacht. Hast du von deinem eigenen Gesöff getrunken oder so was? So wird es gemacht. Ich bin Powerbrause. Was ist los mit dir? Oh Mann. Von wegen, das wird nichts. Da sind zwei andere vor. Ja, hast du die gesehen, wie die dagegen gesprungen sind? Die Kackvögel. Was für Lappen. Ja. Und ich bin fast noch runtergeschmiert von der Kante, ey. Hab noch umgedreht. Ah. Oder da ist bitte. Hallo Lulu, hab gerade mit Coca-Cola Deutschland telefoniert. Siegerbräu kommt nächste Woche in die Geschäfte.